so viel Glück in der Liebe hat. Kleine Bänder und Gitarren machen Menschen dort klein. Ihnen dienen jedem, der die Nächte dann erfüßt. Ist dein Herz noch links? Gibt es wo die Welt eine leise, lange Liebe stand, wo einschalten. Ich wäre so gern verliebt und diesmal mit Ton. Halt! Das wird dir auch nicht fehlen müssen. Lern doch lieber deine Partie, ich bitte dich. Ja, na, du hast es notwendig. Überhaupt Unsinn, hier in der Kälte von Venedig zu singen. Das ist der Anfang vom Film. Mir gefällt's. Also mir gefällt's nicht. Also los. Becky. Klappe. Dumms. Ruhig. Ruhe. 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 Musik. Einschalten. Ich werde verliebt zum achten Mal mit Ton.
Und die Sonne ist auch weg. Wenn bloß ein Licht aufginge. Ja, so gern mal verliebt. Was sagen Sie dazu, Lina? Bis jetzt war es immer sehr hübsch. Aber Lina, sind Sie nicht so dumm? Ich meine, ob das Wirt, ob das Geschäft ist. Geschäft? Ich bin ein sehr anständiges Mädchen, Herr Bauer. Aber Lina, wenn man beim Film, ich bin verliebt, hat das doch nichts mit Liebe zu tun, sondern es ist eine Schlageile. Perfekt. Zu mir brauche ich dann zwar immer darauf an, wie man so eine Nummer bringt. Ne? Ja. Einen Augenblick, pass auf. Ich hätte so gern ein kleines, was ein bisschen Sonnenschein. Sonnenschein, das ist das Wort, das ist nicht sinnlich genug. Lampenschein, da müsste Lampenschein kommen. Lampenschein, erstaunlich, Lampenschein, pass auf, ich hätte so gern ein kleines bisschen Lampenschein. Aber ich kann doch nicht Lampenschein bringen, nicht? Das ist doch nichts für mich. Sonnenschein hat aber kein Sexappeal. Lampenschein ist aber Blödsinn. Ich bitte, streit mir da nicht herum. Jetzt ist 2 Uhr. Um 2.40 Uhr will der Direktor den Text nach Berlin telegrafieren. Streit bitte, du willst es haben. Dann schicken wir ihm eben den Sonnenschein. Schicken wir ihm den Sonnenschein. Na, wir sind schon einig. Was ist das für ein Klar? Regie-Sitzung. Aber ich habe doch Hunger. Also Bulma, bring Sie ein paar Brötchen. Jawohl. Bring Sie eine Flasche Cognac. Jawohl. Wir haben mich einen Mokka und eine Zelda. Jawohl. Ich lasse mich von dir nicht immer in den Hintergrund drängen. Ich habe gesagt, im ganzen Film nur immer Großaufnahmen von dir. So einen Kopf, so einen großen Kopf gibt's überhaupt nicht. Na, bitte, rufen, ja. Ja, ich bin vollkommen Luft. Hier ginge, dann würdest du 2500 Meter singen. Nicht? Weil du nicht spielen kannst. Und ich sagte, 1500 Meter Musik ist genug. Das Publikum will gar nicht mehr so viel Musik. Das Publikum will. Und da lasse ich mal von dir nicht einreden. Also ich bitte nicht, also dann soll sie die Direktion ihre Filme selber machen. Überhaupt Venedig? Warum immer das olle Venedig? Mal was anderes. Wien. Ja, nimmer Wien. Vielleicht noch mit Uniform. Aber meine Herren, da lassen wir das Lied in Venedig weg. Den Schlager von Venedig singe ich. In meiner Rolle steht das Lied. Damit du es weißt, ich verlange einen anderen Partner. Ich spiele überhaupt nicht mit dir. Venedig muss ein Traum sein. Ein Zauber, ein Hauch. Es muss ein Märchen sein. Markusplatz. Mit Tauben. Es muss Romantik sein. Dogenpalast. Optisch muss es sein und akustisch muss es sein. Nicht zu teuer darf es sein. Das ist keine Regiesitzung! Das ist ein Irrenhaus! Sagen Sie, Herr Pulver, ist das hier ein Irrenhaus? Regiesitzung. Was ist denn eine Art, die das entscheiden? Jawohl, wir lassen uns scheiden. Der Herr Kammersänger probiert. Das ist hundertste Aufführung. Lass Brötchen sprechen. Jetzt haben die Brötchen das Zimmer betreten. Du gehst jetzt rauf zu Bett. Niemals! Gehst rauf, versöhnst dich mit ihr? Niemals! Außerdem geht es nicht mehr. Mit dem abgereist. Moment, meine Herren. Was ist denn? Die Barbarling ist abgereist. Aber warum haben Sie denn nicht zurückgehalten? Sag mal, wozu sind Sie eigentlich da? Was? Bloß um mich verrückt zu machen, ja, nicht? Ich kann nicht. Stehen Sie nicht rum, holen Sie zurück! Ich bin so ein Malheur, so ein Malheur. Ohne Peggy kann ich nicht weiter. Doch lächerlich. Doch die Kleine von vorhin. Das wäre mal eine Partnerin für so eine Rolle. Also, wie könnt ihr im Ernst etwas vorschlagen? Ich verstehe Sie nicht. Wie könnt ihr das vorschlagen? Warte mal. Das ist nämlich gar nicht so blöd. Gretel, hast du denn deine Blüte?
Na, hübsch ist sie. Sie ist nämlich hübsch. Und singen kann sie auch. Was? Wäre mal ein neues Gesicht. Wie? Na ja, Nachwuchs. Ach nein, ich weiß. Was? Und du entdeckst sie. Natürlich. Was? Soll ich sie mal raufholen? Man könnte sie vielleicht mal raufholen. Nein, ich hol sie mal rauf. Nein, bitte. Ich hol sie. Holen durch sie. Holen. Ja. Also Pulver, machen Sie mich nicht immer verrückt. Nein. Fräulein Meier. Fräulein Krause. Fräulein Lehmann. Fräulein Meier. Helene. Können wir tanzen? Lilli. Irma. Erna. Marga. Entschuldigen Sie bitte. War nicht hier eben eine Dame? Wenn hier eine gewesen wäre, dann müssten Sie es auch sehen. Ist doch logisch, nicht? Na, 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 natürlich, natürlich. Ja, aber ich meine... Am Nebenschalter. Aha, Nebenschalter. Entschuldigen Sie, Fräulein, bitte, war nicht hier eben eine Dame? Wie sieht sie denn aus? Oh, klein, blond, hübsch, süß, reizend, einfach goldig. Aber nein, ich meine ja, was sie anhatte. Ach, ja, Lederjacke, dann Mütze und blond. Nein, nein, die war nicht hier. Ja, Mahlzeit. Braun ist ein... Witzchen. Na, der Mann hat Sie doch gemeint, Fräulein Gretel. Scheiße. Ja, na, da hätte ich doch... Sie, warum haben Sie verleugnet? Ja, wissen Sie, das ist einer von den Filmleuten. Den bin ich heute in Ihr Aufnahme hineingestolpert. Filler? Was? Nee, alles gut. Kommen Sie, kommen doch mir Filmleute an Sie da. Aha. Weg, weg, weg ist sie. Einfach verschwunden. Wo ist sie denn? Weg, 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 weg. Vom Erdboden verschluckt. Sag einmal, was hast denn du im Gesicht? Ich? Ach so, Schnee. Die Jungs haben mit Schneebällen geworfen. Pulver, Pulver, suchen Sie weiter. Wir telegrafieren zwischen den Text nach Berlin. Also es bleibt bei Sonnenschein, es bleibt bei Sonnenschein, bitte. Ach, Fräulein, bitte, ein dringendes Telegramm nach Berlin, ja? Ja. Ach so. So. Bitte? Ist alles deutlich? Ja, sehr. Hoffentlich wird es ein Schlager. Hoffentlich. Ich wär so gern mal richtig verliebt. Ich weiß vom Tonfilm, dass es das gibt. Ich möchte so ein schön für ihn sein. Ich hätte so gern ein kleines bisschen Sonne. Man denkt so gern an Liebe zu uns. Und man träumt so gern vom Glück. Nun, Fräulein, was sagen Sie dazu? 68 Worte macht 30 Mark 40. Sag mal, was hast denn du im Gesicht? Ich hab dir doch schon gesagt, Schnee. So gern mal richtig verliebt. Ich weiß vom Tonfilm, dass es das gibt. Ich weiß es auch so. Ich möchte so gern mal schön für wen sein. Ich hätte so gern ein kleines bisschen Sonnenschein. Ich wär so gern mal glücklich zu zweit und wär's auch nur für kurze Zeit. Schön ist das Lied. Ja, sehr schön. Fräulein Gretel. Ja, was ist denn Ihr Vorstand? Wissen Sie, dass mein Vorgänger Ihre Vorgängerin geheiratet hat? Ja, ich war hier immer so auf dem Postamt. Doch. Ja, sagen Sie mal, Sie werden doch gar keine Ausnahme machen, wa? Ich sag nicht ja, ich sag nicht nein.
Ich weiß nur eins. Ich wäre so gern mal richtig verliebt. Sehr hübsch. Hallo? Wiesenhof-Regisseur Bing? Ja, auf meine Leitung, bitte. Hallo? Ihr Loring. Was? Die haben sich schon wieder verkracht, ist ja unerhört. Wie? Was? Ja, deutlicher bitte. Peggy soll nur herkommen. Ich werde ihr schon den Kopf waschen und sie sofort zurückschicken. Nein, 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 um Gottes Willen. Wir wollen sie ja gar nicht mehr haben. Wir besetzen um. Ja. Wie bitte? Man versteht ja kein Wort. Ja, eine Entdeckung. Ja, von mir. Ach, Kinder, Kinder. Das ist aber doch ein großes Experiment. Wenn das schief geht, reißt mir mein Alter den Kopf ab. Wer ist es denn? Fräulein, Fräulein, was ist denn? Man versteht ja kein Wort. Aber Fräulein, wie können Sie mich denn trennen? Moment bitte. Hallo! Hallo, Fräulein! Sie haben uns doch getrennt! Der ist sehr grob. Ich sag grob, so? Na dann ist der Direktor. Und der tobt. Ja, ja, das ist immer so. Die Leute, die groß angeben und nie hier waren. Vielleicht könnten Sie der Peggy einreden, dass sie nicht spielen will. Ja, ja. Der Vorstand, die Peggy Barling soll nicht spielen. So, na dann sehe ich mir den Film nicht an. Ein aus Wiesendorf von hier. Und billig wäre sie auch. Ist doch eine Riesenchance für das Mädel. Mit einem Schlag kann sie ihr Glück machen. Jawohl, ich übernehme die Verantwortung. Auch Ihrem Herrn Vater gegenüber. Also schön, gut. Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich zu dem Mädel? Wer ist es denn? Herr Direktor, wir sind alle begeistert von ihr. Sie hätten sie sehen sollen, wie sie mit ihrem kleinen Lederjäckchen ankam. Herr Vorstand, wer Sie meint mich. Ja. Ich soll für die Barling spielen. Sie sollen eine Filmschauspielerin da sein? Ja. Also berühmt? So als ja. Von der, nee, aber sehen Sie mal, das hat doch ein, meine, ich will da nichts gegen sagen, aber schließlich heutzutage, wo das so Post bleibt Post. Telefon bleibt Telefon, Fräulein. Schon wieder getrennt. Die Fräulein, die Fräulein. Sie wollen, Sie trennen mich an einen fort. Ja, ich werde mich beschweren, Sie. Sie sollen mich kennenlernen. Sie dumme Gans. Dumme Gans? Na, der wird mich kennenlernen, wenn ich oben herauf in die Villa komme. Ja, und ich aber, Frau Gans, Sie wollen mich doch nicht alleine lassen. Ich sage Ihnen wirklich, mein Vorgänger hat Ihre Vorgänger geheiratet. Ja, was soll ich denn bloß machen? Was soll ich denn machen? Ja, was soll man machen? Was soll man machen? Ach, lieber Gott, gib mir ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, ein ganz kleines Zeichen. Was denn los? Na, mein Vorstand. Das muss ja Glück bringen. Ausgerechnet der Spiegel kaputt. Als ob man in einem Filmbüro nicht schon Pech genug hätte. Fräulein Peggy Barling. Na, hol sie mal raus. So. Soll den Gottes Namen anschwören. Julio lassen bitten. So. Nur eine halbe Minute, lieber Herr Direktor. Für mich haben Sie doch bestimmt eine Viertelstunde Zeit. Mein Bild reizend, reizend. Tja, Charme hat er. Hat er vom Vater. Ja, wir werden uns bestimmt wunderbar verstehen. Ich bin vollkommen beruhigt. Geben Sie mir eine Zigarette, wahnsinnig nervös. Ach, Sie können sich sicher nicht vorstellen, wie mich diese ganze Angelegenheit aufregt. Bitte schön. Gottes Willen, brauche doch nicht. Ach so. Sie waren natürlich sehr überrascht, dass ich da bin, nicht? Im Gegenteil, Peggy. Ich bin wie stets entzückt. So. Tja, also hören Sie mal zu. Ich spiele die Rolle nicht. Unter gar keinen Umständen. Ja, Peggy, das leuchtet mir natürlich ein. Wir sind uns auch selbst noch gar nicht ganz klar über die Rolle. Also, Rolle ist reizend. Süß. Mir direkt auf den Leib geschrieben. Kühl, blond, Hamburgerin, aus stolzem alten Geschlecht. Ja,
Papa meinte allerdings vor seiner Abreise nach Amerika, dass wir den Mittelteil des Films aus Verleihergründen doch lieber in Wien spielen lassen wollen. Yes, Marianne Josef, Wien, süß, goldig, mein Trouvois, wie ein Ring. Ja, der Autor aber das wäre ja Nebensache, ist für einen gewissen Stich. Stich, auf Stich habe ich gewartet, lecker Stich. Wede, Sex Appeal. Das Publikum wünscht aber immer wieder naiv. Naiv, wunderbar, Direktor. Das mache ich in einem Tag. Schaffe ich. Mit ein bisschen Hysterie. Nur hysterisch. Na, das ist doch eine Idee von Leo. Seine Gemeinheit, weil er weiß, dass ich ein ruhiger, feiner, vornehmer Mensch bin. Dieser Trottel. Ich bin nicht hysterisch, Herr Direktor. Ich kann es nicht und darum mache ich es auch nicht. Aber ich muss doch schließlich auf Leo Rücksicht nehmen. Auf Leo, natürlich. Leo, auf Leo nimmt jeder Rücksicht. Auf mich nimmt niemand Rücksicht. Ich bin ein Niemand. Ich bin eine vollkommene Null. Ich bin talentlos. Nicht wahr, talentlos. Der Herr Kammersinger soll sich geirrt haben. Gott sei Dank. Ich bin es wert. Ich bin auch prominent, Herr Direktor. Ich will Ihnen ja keine Schwierigkeiten machen. Aber eines sage ich. Entweder Leo oder ich. Aber Pingelein. Los. Wenn Sie ihn rausgeschmissen haben, können Sie mich anrufen. Bleibt treu, 1722. Wenn die alle in unseren Filmen so natürlich wäre. Guten Tag. Ich bin die dumme Gans vom Telefon. Das sind Sie ja. Sie sind wir ja. Ja, Gott sei Dank. Wir sind gerettet. Ach, bitte treten Sie doch etwas näher. Nein, nein, Sie wollen mich schieben. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Martini, Bauer, Toni Bauer. Pulver. Gestatten Sie, mein Name ist Harry Bing. Rede Kumbichler. Sagen Sie, sind Sie frei? Haben Sie Zeit? Können Sie tanzen? Sind Sie musikalisch? Das Beste ist, mein Fräulein, wir gehen ins Nebenzimmer und sprechen unser Bier auf. Pulver? Ja, ja. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Sie haben natürlich keine Ahnung, liebes Fräulein. Zigarette? Nein. Haben natürlich keine Ahnung, was wir mit Ihnen vorhaben. Nein. Woher soll ich denn wissen, dass sich Peggy Barling von ihrem Mann scheiden lässt und ich die Rolle übernehmen soll? Woher wissen Sie denn? Dienstgeheimnis. Das gibt's hier nicht. Na, das wäre ja das Neueste. Na? Mädel ist meine Entdeckung. Ja. Sie werden jetzt zuerst mal von mir entdeckt. Ich mach Sie groß. Oh, das ist sehr lieb von Ihnen. Halten Sie sich nur vertrauensvoll an mich. Ja. Wir werden ja auch reichlich Gelegenheit haben, uns in Berlin näher zu kommen. Es kommt nur darauf an, wie der Regisseur Sie herausstellt. Mein lieber Harry, wenn ich störe, aber ich muss doch die neue Kollegin begrüßen. Wir kennen uns doch schon, nicht wahr? Ich mache einen Star aus Ihnen. Oh, das ist wenig von Ihnen. Ja, sehen Sie mal, wie ich Sie neben mir zur Geltung kommen lasse, darauf kommt es an. Oh, ich danke sehr. Na, wir werden ja in Berlin zusammen probieren. Wir beide ganz allein. Bauer, Toni Bauer, bitte verzeihen, ja? Sind Sie, Fräulein, für eine Anfängerin ist... Oh, pardon. Für eine Anfängerin, Fräulein, ist Folgendes das Wichtigste. Und zwar ein Lied, das ich Ihnen komponieren werde. So eins mit Gefühl, eins mit Charme, wissen Sie? Und da kennen Sie über Nacht berühmt werden. Oh, ich danke vielmals. Bitte schön, in Berlin singt, weißt du, Kleine, dann brauchst du dich gar nicht viel zu genieren, da kommst du ganz einfach zu mir auf. Ich werde dann das Lied mit dir einstudieren, ich meine ganz allein, es braucht ja niemand was davon zu wissen. Ne? Ja, einen Moment, ja. Gut, dass ich Sie eine Sekunde sprechen kann. Bitte. Auf Wiedersehen. Was? Also die Haupt ist eine Bombenrolle. Ja. Nur dann sind sie gemacht. Mhm. Wissen Sie, ich möchte so eine richtige große Liebesszene hineinschreiben. Nur das schüttle ich aus dem Ärmel. Ja. Aber wir müssen uns natürlich in Berlin mal treffen, damit ich Sie kennenlerne. Ich muss doch wissen, was Ihnen liegt. Das ist sehr lieb von Ihnen. Also wir sehen uns dann in Berlin. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo, Fräulein, einen Moment. Lassen Sie sich nicht von den anderen so viel erzählen, das ist alles Quatsch. Nein. Die Hauptsache ist, wie ich Sie fotografiere. Ich mache mit Kopf, Figur, alles gut rauskommen. Ja, dann machen wir ein paar Probeaufnahmen in Berlin. Auf Wiedersehen. Ja, wie bitte? Fräulein Gretchen. Ja? Injection. Dankeschön. Bitte. Und Fräulein Gretchen, bitte. Ja? Wenn ich eventuell im Atelier ein bisschen laut bin, bitte nicht böse sein. Nein, nein. Mein Beruf. Ja, ja. Und vergessen Sie nicht, morgen 8.30 Uhr. Ja, 8.30 Uhr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Am Bahnhof. Ja. Stationskollege, guten Tag. Es freut mich, dass Sie mir wieder das Vergnügen machen. Aber sagen Sie, wissen Sie was? Eine Wiesendorferin soll als Tar entdeckt worden sein. Wer ist denn das? Das ist Sie. Das ist Sie. Das ist Sie. Hollywood, 22 Worte mit Rückantwort, dringend. Was kostet das schon wieder? 62,50 Mark. Wie? Ja. Sie wollten doch wissen, was das Telegramm kostet. Ach so, danke schön, ja. Was wollen Sie denn eigentlich hier? Zu Herrn Direktor. Ja, bitte, das bin ich. Nun lassen Sie mich schon zu Herrn Direktor Loren, junger Mann. Sollen das heißen? So. Wer ist das? Das ist der alte Loring. Der ist leider momentan in Amerika. So. Ja, aber ich vertrete ihn, wenn Sie nichts dagegen haben. Das ist aber sehr schade. Ihr Papa wäre sicher nicht so grob. Ach, also rasch, mein Kind, was wollen Sie? Ich denke, Sie wollen. Wieso? Weil man mir gesagt hat, ich soll die Rolle spielen. Die Rolle? Ja. Ach, das haben Ihnen Ihre Bekannten gesagt, was? Nein, Ihre Bekannten. Wer denn, das verstehe ich nicht. Auch nicht, aber der Herr Regisseur hat es gesagt und der Herr Leichti und der Komponist und der Dichter und da war dann noch so ein Kleid.
so ein Aufgeregter. Ach so, jetzt verstehe ich. Sie sind das Fräulein aus... Aus Wiesendorf. Aus Wiesendorf, ja. Mhm. Würde ganz gut kommen, so groß. Nehmen Sie den Hut ab. Profil? Andere Seite? Vom Gesicht, Fräulein. Bitte treten Sie einen Schritt zurück. So, ist doch gar nicht so schlimm. Machen Sie mal ein paar Schritte. Halt, bleiben Sie mal stehen. Ziehen sich mal Ihr Jackett aus. Lachen Sie mal. Ich so recht. Gefalle ich Ihnen? Mir brauchen Sie nicht zu gefallen, Fräulein. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Dann sagen Sie mal, wie haben Sie sich das eigentlich gedacht? Ich dachte, Sie dachten. Mhm. Sie haben sich natürlich vorgestellt, ich werde außer mir sein vor Entzücken. Ja. Werde Sie sofort engagieren. Ja. Mit einer Riesengage natürlich. Ja. Und in 4 Wochen sind Sie ein Star. Ja, ein Berühmter. Ja, ein Berühmter. Das sind so die Träume. Damit Sie es nur gleich wissen, so einfach ist die Sache natürlich nicht. Ach. Ja. Eine Schauspielerin muss vor allen Dingen Talent haben. Ja. Muss viel können. Sprechen, ja. Singen, tanzen, sich ja. bewegen. Ja. Schminken. Ja. Dazu gehört Arbeit. Und Nerven. Und was für Nerven. Wenn einer da nicht ein gottbegnadetes Talent ist, und verzeihen Sie, das glaube ich von Ihnen aber nicht. Meine Herren haben doch alle gesagt. Ja, meine Herren. So ulkig, wie meine Herren sich das vorstellen, ist das nun wieder nicht. Dazu stehen viel zu große Summen auf viel. Na, also nun weinen Sie mal nicht gleich. Wir werden Sie 2 Tage ausprobieren und dann wird es sich entscheiden, ob wir Sie engagieren oder nach Hause schicken. In Schnee. Wiesendorf. Aber ich will gern die Rolle mal mit Ihnen durchnehmen. Bei Ihnen zu Hause, allein mit Ihnen, damit Sie mich richtig kennenlernen, ich weiß. Um persönlichen Kontakt zu suchen und so. Nein, nein, das tue ich nicht, das mache ich nicht. Ausgeschlossen. Wie kommen Sie denn darauf? Weil das alle gesagt haben. Ach, meine Herren. Ja. Sieh mal an. Die Herren sind schon sehr für Sie zu interessieren. Bei mir wird nicht allein probiert. Da ist der Regisseur und der Kapellmeister immer dabei. Also morgen früh um 9 Uhr im Atelier. Sie wissen doch, wo es ist. Ja. Auf Wiedersehen. In welchem Hotel wohnen Sie denn, Fräulein? In gar keinem Hotel. Im Hospiz hier schräg gegenüber. Dankeschön, Fräulein. Krummbichler. Krummbichler? Ja. Dankeschön, Wiedersehen. Wiedersehen. Ein unmöglicher Name. Na, liebes, wie war er zu Ihnen? Scheiße, aber nett. Lass mich nur machen, mein Süß. Vorstellen, Schnapsel, dass dieses hübsche Mädel sich ausgerechnet unseren kleinen, verrückten Pulver aussucht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Badezeug? Wollen wir auch ins Wellenbad gehen? Ja? Naja, wenn du durchaus willst, dann gehen wir ins Wellenbad. Scheint sich ja ganz gut zu amüsieren, Mann. Patke.
Was denn? Sie müssen den Jungen mal ordentlich tauchen. Also was sehen, das hilft. Ja? Natürlich. Entschuldigen wir aber vorher wegen des Wassers. Ja, ist er längst vergessen. Ja. Danke. Sagen Sie mal, Pulver, haben Sie nichts Besseres gewusst, als ausgerechnet hierher zu gehen mit Fräulein Krummbichler? Besseres schon, aber billigeres nicht. Ach so, ja. Wollen Sie nicht eine Kleinigkeit essen und trinken? Nein, kann ich wirklich nicht annehmen. Es geht. Herr Ober! Ich meine, in der Kantine, bei uns in der Krausenstraße. Ich möchte Sie nämlich um einen Gefallen bitten. Bei mir im Büro auf dem Schreibtisch, da liegt ein ganzes Stapel Fotografien. Da ist eine dabei, auf der die Krummbichler gerade in die Aufnahme reinstellt. Sie entsinnen sich, nicht wahr? Die bringen Sie mir her, ja? Sofort. Ja, ja, gleich. Wiedersehen. Sofort. Ja? Wiedersehen. So komisch, dass Sie Direktor sind. Wieso denn? Wie haben Sie sich denn einen Direktor vorgestellt? Ach so, große Klatze, kleiner Bauch. Große Schreibtisch. Und dicke Zigarre. Ja, damit kann ich leider nicht dienen. Was? Haben Sie sonst noch irgendwas an mir auszusetzen? Warum sind Sie heute hierher gekommen? So ganz einfach, ich wollte Sie näher kennenlernen. Aha, Kontakt suchen. Kontakt habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ich habe mir sogar sehr vieles gedacht. Zum Beispiel, wenn ich mit Ihnen verreisen könnte. Mal eine Weile keine Großstadt. Eine Weile keinen Film. Oh, bitte die Leute. Ach, bemerkt uns doch kein Mensch. Aber der Pulver ist doch da. Pulver habe ich weggeschickt. Gemeinheit. Glaubt, ich bin so blöd und merke nicht. Gemeinheit. Es ist nur Herr Pulver im Hause. Ich verbinde. Hallo, ihr Spink. Sagen Sie mal Pulver. Hören Sie mal, im Hotel Stadt Lemberg, da weiß kein Mensch was von Fräulein Krummbichler. Ja. Was, so wohnt gar nicht da? Ach. Was? Hospiz Krausenstraße. Moment mal. Hospiz Krausenstraße, Sekunde. Aber Sie sind jetzt nicht zu Hause. Nein, 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 Herr Bing, Sie sind nicht zu Hause, natürlich. Natürlich weiß ich, wo Sie sind, ja. Im Wellenbad ist sie, ja, ja. Ganz alleine. Also, ich finde eine Frau wie die Peggy wunderbar. So. Nicht nur ich. In Wiesendorf waren alle Männer in sie verliebt. Aber das ist ja auch sehr leicht erklärlich, nicht wahr? In Wiesendorf, da gibt es lauter so pausbackige Minnas und Lisbeths und Sophies. Und Gretels. Und Gretels, Gott sei Dank auch Gretels, ja. Gibt es eigentlich noch mehr Gretels in Wiesendorf? Natürlich. Ja, sehen Sie, bei mir wieder, da gibt es lauter Peggys. 7-mal in der Woche von früh bis abends Peggys. Und mögen Sie die nicht? Ja, mögen schon. Sie sind sogar sehr amüsant und sehr tüchtig. Aber im Leben, wissen Sie, so zu Hause. Also ich möchte zum Beispiel nicht mit einer Künstlerin verheiratet sein. Ach, wären Sie da nicht sehr stolz, wenn Sie mit so einer Frau verheiratet wären? Wenn ich jemand lieb habe, dann will ich nicht stolz sein, sondern glücklich.
Dann möchte ich Kinder haben, Paar, gesunde. Sehen Sie, also nehmen wir doch mal an, würden Sie nicht selbst, meine, könnten Sie nicht so ein Schnitzchen braten? Oh ja. Na also, dann gebe ich Ihnen einen guten Rat, Gretel. Ja. Überlassen Sie die Filmerei den Peggys und werden Sie eine kleine, liebe Hausfrau. Ist doch keine Schande. Sie wollen also, dass ich die Rolle nicht spiele? Offen gestanden, ja. Ah, Sie wollen, dass Peggy spielt. Ich wäre doch aber so gerne berühmt geworden. Gretel. Schade. Na, wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Der Fünfte. Wellenbart, sagen Sie, werden wir Sie heute im Trikot anschauen. Also in 10 Minuten angezogen, ja? Ja. Aber Augen gemacht. Mhm. Ich glaube, die sind mir sehr böse. Mhm. Aber jetzt brauche ich doch die Rolle mit niemandem mehr durchzunehmen. Allein nicht? Dann bin ich sehr glücklich. Wenn sich die Kleine nur nicht irrt. Wie meine Kammersänger? Die soll mich kennenlernen. Gewiss, Herr Kammersänger. Und meine Frau? Ist meine Frau zu Hause? Jawohl, Herr Kammersänger. Na, ist gut. Signore! Was die sich einbildet. Kammersänger? Ja? Miss Frage, ob die Frau zu sprechen sind. Ja, ja, natürlich. Du wolltest mit mir sprechen, Leo? Ich habe mich nur erkundigt, ob du zu Hause bist. Du, ich war nämlich heute beim Rechtsanwalt. Wegen unserer Scheidung. Mhm. Ja, der Rechtsanwalt hat gefragt, ob du die Schuld auf dich nimmst. Ja? Einer muss doch die Schuld haben, nicht? Ja, wieso ich? Na, vielleicht ich? Na, wer hat gesagt, ich kann meine Rolle nicht? Wer hat gesagt, dass ich jeden Einsatz verpasse? Na, bitte, hast du die Einsätze nicht verpasst? Wieso habe ich die Einsätze verpasst?
Leo, für wen hast du die Blumen mitgebracht? Die Blumen? Hm? Nichts für dich? So. Wenn du sie vielleicht für mich mitgebracht hast, um dich mit mir zu versöhnen, kommt gar nicht in Frage. Wenn du sie aber für jemand anderen mitgebracht hast, du, dann stürze ich mich aus dem Fenster. Wir wohnen ja bald her. Ja, das genügt auch. Du, um Gottes Willen, mach mir keine Dummheit hier. Soll ich nicht? Wirklich nicht? Nein? Also dann sag mir auf der Stelle, dass du mich liebst. Schnell, sag mir. Liebst du mich? Schwör mir's. Schwör's? Oh, und du wirst mir niemand anderer meine Rolle spielen? Hm? Nur mit mir, was? Nur mit dir. Siehst du, dass du die Beine von der Rumpichler ganz groß hinkriegst und den Kopf von Lamberti kannst du noch ein Stückchen mit anschneiden. Ich komme schon! Trottel! Pulver! Aufnahme! Ruhe! Und Aufnahme? Was? Ausziehen! Kannst du jetzt anbehalten? Ich meine auch anbehalten. Ruhe! Ruhe! Bitte, probe. Abhören. Musik. Entlassen
mit dir sein möchte, gieß dein Herz noch Lied, schick es nach Venedig. Natürlich haben sie gepatzt. Ruhe. Gleich normal, die letzten sechs Takte. Halt! Also Kinder, ihr müsst jetzt aber ein bisschen mehr angehen. Ein bisschen Temperament. Ich war ein bisschen richtig. Du kannst auch ein bisschen mehr innerlich. Bitte, bitte. Sein. Was ist denn um, Fräulein? Was ist denn um? Richtig um. Fest umfassen. Fest. Als wenn richtig. So, los! Los, los! Jawohl, von vorne. Ja, von vorne, Musik. Meine Herren, wir wollen schnell nach Hause, nicht? Bitte, eins, zwei, drei. Ich verlange eine andere Partnerin und ich schmeiße die Rolle hin! Na bitte, aus! Pulver, eine Delta! Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Nichts haben sie gemacht, das ist es ja eben. Es geht nicht. Das geht nicht. Ja, also, ich habe das Gefühl, es geht nicht. Ich glaube, es geht nicht. Also, was kommen Sie hier wieder rein? Was, ich habe doch gesagt, aus Holland hat er nichts zu suchen. Sie machen Herr Direktor, ich kann meinen Film nicht weiter drehen. Herr Direktor, der kann nur mit der Sieg aus der Provinz will nicht weiter singen. Nein, Herr Direktor, was? Ruhe, Ruhe! Ja, Moment, ja? Herr Direktor, wie? Na, dann komme ich gleich. Sehr gute Idee, sehr gute Idee. Ja, ja, Wiedersehen, Wiedersehen. Und wenn ihr mir die Rolle nachschmeißt, ich spiele sie nicht. Nein, Kleine, ich spiele sie ganz bestimmt nicht. Er hat nicht gewollt, er hat ihr nicht gewollt. Jetzt wollt ihr, ja, jetzt wollt ihr, aber jetzt will ich nicht. Auf Wiedersehen, es kommt gar nicht in Frage. Nein, mein Hut, mein Mantel, ich muss ins Atelier. Schon krach mit der Neuen. Wenn der Direktor will, bleibst du doch. Nein, was ist denn los? Was ist hier? Mit Schuhe, mit Schuhe. Vollkommen untalentiert. Es ist so ordentlich wie du nicht. Aber 1500 Meter sind doch glatt verdreht. Darf ich mir als Autor eine Bemerkung erlauben? Nein! Warum spielt eigentlich Peggy nicht? Solche Experimente macht man eben nicht. Das hat man von seiner Entdeckerfreude. Bei mir ist aus mit neuen Gesichtern, das kann ich dir sagen. Jetzt will ich etwas sagen. Nee, voller Gedanken. In diesem Dorf hat sich Herr Lamberti mit seiner Frau gestritten. Da sollte sie nicht spielen. Jetzt hat es sich wahrscheinlich mit ihr versöhnt. Jetzt soll ich nicht spielen. Also ich verbiete jetzt mir meine Privatverhältnisse hier. Auch das Fehler, Berti. Fräulein Krummbichler, Sie sehen, was los ist.
Halten Sie es nicht für das Beste, wenn Sie jetzt freiwillig zurücktreten? Nein. Dann singe ich nicht. Für einen Mann, den man liebt, kann man doch... Ja, Schnitzelbraten, ich weiß. Schnitzelbraten? Ja, das ist nicht so. Sie wollen ja hier gehen. Aber will ich Sie nicht sehen? Was? Was sagen Sie das? Was? Das ist doch nicht... Nein! Mach nicht mehr mit! Also Junior, du musst entscheiden. Peggy spielt. Peggy spielt. Bravo! Peggy, aus der Zeit. Das Peggy! Peggy, 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 Peggy. Hallo, hallo, hier bin ich mal. Na endlich, Peggy, mein Süß. Nein, sag nie alle wie Butter, Butter. Wenigstens eine Schauspielerin. Aufnahme! Gretel. Ich hab gleich gewusst, dass Sie gegen mich sind. Ich bin so sehr für Sie, dass ich gegen Sie bin. So nehmen Sie mich in Schutz. Ich danke. Schade. Krummbichler. Das Fräulein ist mit dem 12-Uhr-Zug abgefahren. Ach. Hat sie nichts hinterlassen? Nein. Thank you.
weißt du, wo ich mit dir jetzt hinreise?